Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Wir sind ready. Seid ihr bereit für die Rettungsmission? Ja, sind wir. Wir haben bereits die richtige Kombination für die Zugangskarten herausgefunden. Jetzt müssen wir nur noch das Barkner-Portal beschwören. Von hier bis zum Berg Genovea ist es ganz schön weit. Das Barkner-Portal könnt ihr aber nur auf dem Hin- und nicht auf dem Rückweg nutzen. Es wird also eine lange Rückreise. Ihr solltet euch also gut vorbereiten. Seid ihr wirklich soweit? Ja. Sehr gut. Dann beschwören wir jetzt das Magna-Portal. Alles klar. Bitte lass nach Tara mitkommen. Ich will, dass nach Tara mitkommen. Aber mein Stuhl ist ein bisschen kaputt. Das ist echt doof. Okay. Soweit, so gut. Doki, Teddy. Wir sind bereit. Vielen Dank nach Tara und Psyana. Also Leute, wir gehen dann mal. Passt ihr gut auf alles auf, während wir alle weg sind, okay? Und ihr passt bitte auf euch auf. Übernehmt bloß nicht! Übernehmt euch bloß nicht! Sobald ihr Samtnehmer gefunden habt, kehrt ihr sofort wieder zurück, klar? Schon klar. Wir müssen vor allem aufpassen, dass Tricke Fado uns nicht bemerkt. Und natürlich muten wir uns nicht mehr als nötig zu. Gehen wir, Doki. Alles klar, machen wir. Viel Glück. Doki, Teddy. Alles Gute. Was? Wie hab ich denn... Doki, nee. Doki, Teddy, alles Gute. So, ja, stimmt. danke. Kümmert euch gut ums Paradies. Machen wir. Machen Sie, bestimmt. Und nach Tara kommt nicht mit. Das bringt ja voll nicht irgendwie was, einen Teampartner dabei zu haben, so. Mann. Das ist voll dumm. Sorry, aber das ist echt dumm. Na bitte. Da ist ja der Eingang zum Dungeon. Wenn wir diesen Dungeon durchqueren, sollten wir am Fuß des Berges Genovea auch rauskommen, wo sich Somnia befindet. Mir ist zwar schon etwas mulmig, so ganz ohne unsere Freunde, aber wir zwei schaffen das schon. Ja, Mann. Oh, ist das doof. Oh, Mann. Also jetzt mal im Ernst. Es bringt halt gar nichts in... Lol, wo kommst du denn her? Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Okay. Meine Karte wird nicht... Da, okay. Das ist so ein Feld. Okay, dann gehen wir hier lang, komm. Wie gesagt, also es ist halt echt dumm, dass du... Weiß ich nicht. Erst denkt man sich so, okay, also ich habe ja gedacht, okay, wir nehmen den Molga mit ins Team und spielen mit dem Molga zusammen und so. Ne, Molga wird unser Teampartner. Dann kommt es nicht mit ins Magna-Portal zum Riesengletscher und wir können es knicken. So, dann denken wir uns, okay, oder ich mir... Jo, okay. Nehmen wir halt Nachtara mit ins Team. Nachtara ist cool. Ich mag Nachtara. Nachtara ist ein neues Pokémon. Nehmen wir das halt ins Team auf. Wird das halt unser dritter Teampartner. Was passiert? Nein. Nachtara kann nicht mit auf diesen Berg hier kommen. Oh. Das ist so dumm. Wir kriegen jetzt bestimmt richtig viele oder richtig gut Level. Und dann bringt es im Endeffekt nichts. Weil dann bringt es im Endeffekt wieder nichts, einen Teampartner gehabt zu haben. Weil der dann komplett unterlevelt sein wird. Ich meine, Mystery Dungeon 1 habe ich es ja noch verstanden, weil da waren wir auf der Flucht, so, ne, wisst ihr Bescheid? Da war das, hat es Sinn ergeben, dass wir da keinen Teampartner mitnehmen konnten. Aber hier? Ich verstehe den Grund nicht, warum kann hier nicht ein Teampartner mitkommen? Wo ist das Problem, so? Ich meine, da kann auch trotzdem in die Story mit eingebunden sein, so, oder nicht? Also... Tut mir leid, aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht, dass das nicht funktioniert. Ätzend. Sorry übrigens, falls ich ein bisschen leiser rede als sonst so und falls es halt... Oh, ein bisschen... Falls ich halt ein bisschen leiser bin vielleicht. Kann ja sein. Aber es ist ein bisschen spät. Meine Mom pennt schon. Und... Deswegen kann ich halt nicht allzu laut... schreien, sag ich mal. Oder reden. Aber ich denke, das geht trotzdem so. Ich denke, das dürfte gehen. Teddy ist mittlerweile Level 26, das ist sehr schön. Mal sehen, was du so als nächstes als Attacken erlernt. So ein Flammrad wäre cool, oder? Flammrad ist eine schöne Attacke. Oh. Heuler. Heuler, einfach ätzen. Heuler ist halt.
Euler ist halt doof. So, finden wir hier irgendwie demnächst ein Fältchen? Ja, da finden wir eins. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Hallo. Ein Eschern trifft, aber Glut nicht. Doch, Glut auch. Hä? Warum hat's vorher nicht getroffen oder war es einfach nur Pech? Was habe ich gerade aufgesammelt? Nein, wie war der Lock? Hier irgendwo, ne? Nicht Job-Memo. Anderes. Textprotokoll, da. Flee-Orb gefunden, okay. Und Goldbarren, das ist auch nett. Goldbarren sind immer gut. Oh Gott. Okay. Vor Geduld hatte ich gerade ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber hat er die ja gut gemeistert, die Situation. Hier ist keine Treppe. Hier sehe ich auch keine Treppe auf der Karte. Hier links könnte es noch lang gehen. Rechts? Links. Alles klar. Hier sehe ich auch keine Treppe, aber ein schlafendes... Oho. Ich hab Dings dabei, ne? Ja, Georgbox. Fixieren. Hey. Ich hab keinen Bock, einen Schritt näher ranzugehen, nein. Okay, vielleicht hätte ich es doch machen sollen. Meine Güte, habe ich wieder Georgbox gerade verballert. Hey. Tot. Doppelhieb ist halt eine schöne Attacke, gerade wenn es effektiv ist, ey. Holy moly. Zack, zack. Ich geh mal schon noch da. Gut, das hätte ich jetzt vielleicht... Ne, der Schritt nach da war ein bisschen doof. Machen wir Gewissheit. Oh. Okay. So. Treppe, wo bist du? Ich hoffe, wir schaffen diesen Dungeon, diesen Part. Ich will nämlich nicht mehr allzu lange aufnehmen. Also ich will jetzt keine zwei Parts am Stück aufnehmen. Es ist 10:30 und ich muss morgen wieder früh aufstehen. Oh. Ich nehme mir... Leute, kennt ihr das? Jeden Tag nehme ich mir vor, früh aufzustehen. Mach ich's? Früh ins Bett zu gehen, so. Mach ich's? Nein, mach ich nicht. Weil dann kommt ja doch irgendwie nochmal was dazwischen, so. Dann kommt da nochmal ein Video, was man gerne gucken wollen würde. Dann muss man hier nochmal eine Folge aufnehmen. Oder so. Und dann denkt man sich so, oh. Ja. Ist ja noch alles nicht so, ne? Nicht so schlimm, ist ja noch nicht so spät. Und auf einmal ist es knapp 12 oder so. Es ist halt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich schätze schon. Es ist halt ätzend. Ist halt echt ätzend. Ich hab das fast jede Nacht eigentlich. Auch am Wochenende. Ich denke mir so, okay, ne, Wochenende und so. Ich kann zwar immer noch spät ins Bett gehen, aber nicht zu spät. Und dann stehe ich morgen auch nicht zu spät auf oder so, damit mein Schlafrhythmus nicht im Arsch ist. Ich kann zwar ausschlafen, aber zu spät will ich da doch nicht pennen gehen. Beziehungsweise so zu spät will ich auch nicht aufstehen. Und dann, ja, ist es auf einmal 3 oder 4. Und man schläft doch so bis seine, weiß ich nicht, 1 oder 2. Ich weiß, ich glaube, ihr kennt es auch. Es ist halt ätzend. Aber naja, ich glaube, mein Körper hat sich mittlerweile an diesen viel zu wenig Schlaf gewöhnt. Doppelhieb, ne? Ich liebe Doppelhieb. So eine schöne Attacke, ey. Ich glaube, ich werde in Schwarz und Weiß oder Schwarz und Weiß 1, 2. Ein Milzer mit ins Team nehmen, weil Milzer ist ein schönes Pokémon. Ich mag Milzer. Milzer ist toll. Milzer ist so süß. Die Entwicklung ist... Hat es eine Entwicklung? Ja, klar. Die Entwicklung ist doch auch gar nicht mal so schlecht, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube jetzt einfach mal. Müsste ich mir mal angucken. Ich meine, ich werde mich ja vorher eh erkundigen, wie es so aussieht mit dem Pokémon. Ich gehe ja vor jedem Let's Play nochmal den Pokédex durch. Guck mir so an, jo, welches Pokémon könnte ich ins Team nehmen? Welches Pokémon ist ganz cool drauf? Die Poké hätte ich tatsächlich gerne noch. Nein.
Ja. Okay. Der hat überlebt, alles klar. Ja, ich gehe ja vor jedem Let's Play nochmal den Pokédex durch und denke mir so, okay, welches Pokémon könnte ich denn mit ins Team nehmen? Welches Pokémon wäre denn ganz nice? Wieso setze ich gegen ihn eigentlich keine Aeroas ein? Ja, habe ich den vom Typ her schon, weil ich will nicht zwei gleiche Typen so gesehen ins Team nehmen. Jetzt zum Beispiel zwei Feuertypen oder so. Würde ich halt ungern machen. Wenn es zum Beispiel sowas ist wie ein Flugtyp oder also sagen wir jetzt mal wie normal, wie das erste Starter-Flug-Pokémon, sag ich jetzt mal. Taubsi, keine Ahnung. Dann ist ja Flug normal. Wenn ich dann jetzt noch ein Drachen-Pokémon finden würde, was jetzt Flugdrache ist oder so, würde ich sagen, okay, nehme ich trotzdem noch mit ins Team. Weil das ist dann das so was anderes, finde ich. Aber jetzt so zwei Feuertypen oder sowas, das. Nee. Ungern. Sehr, sehr ungern. Ja, ich weiß, was Gena ist. Ich schlaf gleich ein. Oh, eingeschlafen und sofort wieder aufgewacht, alles klar. Ja. Deswegen, also ich guck mir den Pokédex mal an. Und wenn ich mir dann denke, okay, Milza ist ganz cool, ich mag Milza. Milza sieht recht cool aus. Als Pokémon. Dann denke ich mir so, ja komm, warum sollte man es denn nicht mit ins Team nehmen? Kann man doch mal machen. Okay. Der Damage war hart. Okay. Der Damage, der war sehr hart. Wilder Vater. Ja. Vielleicht ist Milz ja dabei. Pokémon. Schwarz und weiß. Schwarz oder weiß. Aber das dauert ja eh noch 3 Let's Plays dann. Also das hier und noch 3 weitere. Weil wir haben dazwischen dann ja Hard Gold. Also in meinem Fall halt Hard Gold. Nicht Soul Silver. Und auch nicht Gold oder Silber oder Kristall. Sondern wirklich. Ne? Hard Gold. Weil das ist halt der Teil, den ich selber noch nicht gespielt habe. Also Hard Gold und Soul Silver habe ich selber noch nicht gespielt. Würde ich ganz gern mal spielen. Gold und Silber und Kristall habe ich schon gespielt. Deswegen. Alles klar, danke Windows. Dass ich keine Viren auf dem PC habe. Das ist nett. Zu erfahren. So. Okay. Ja, deswegen habe ich mich fürs zu Hard Gold entschieden. Dann kommt ja noch Omega Rubin. Omega Rubin und nicht Alpha Saphir, weil ich weiß nicht. Ich finde Omega, also ich fand Rubin damals schon besser. So, tatsächlich. Ich fand's cooler. Ich finde Groudon halt auch viel geiler als Kyogre. Viel, viel geiler. Deswegen. Und ja, Rubin, Saphir und Smaragd habe ich halt auch schon selbst gespielt. Omega Rubin und Alpha Saphir noch nicht. Deswegen habe ich mich für die entschieden und nicht für die alten. Das ist das dritte Gen eigentlich, ne? Also, ja. Es ist ja immer noch dritte Gen, aber naja. Ihr wisst, was ich meine. Und danach kommt ja erstmal noch wahrscheinlich Platin. Ich weiß unbedingt, ob ich Diamant nehme. Aber Platin ist halt dann doch schon cooler. Weil du weiß nicht. Da gab es nochmal ein paar coole Veränderungen und so. Ein paar coole Änderungen. Ein bisschen optisch fand ich es auch tatsächlich besser. Als Diamant und Perl. Und jo. Schlitzer, komm. Was soll ich noch sagen? Genau, deswegen Platin auf jeden Fall. Und ja. Dann als nächstes, dann erst Schwarz und Weiß. Und dann, also, ich denke mal, ich werde Schwarz nehmen. Bin mir aber noch nicht so sicher. Also das ist ja eigentlich prinzipiell, würde ich sagen, egal, oder? Weil da werde ich halt einmal, also den ersten, also Schwarz und Weiß, werde ich da irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Schwarz nehmen und dann Weiß 2 oder Weiß und Schwarz 2. Damit wir alle mal haben.
Oder beide mal haben. Das ist ganz cool mit der Reihe, dass man das so sagen kann, dass man sich das so aussucht. Ja. Und da kommen wir erst hin. 2019. Irgendwann 2019, denke ich. Also es dauert auf jeden Fall noch. Es dauert auf jeden Fall noch sehr lange. Schätzungsweise. Komm schon, Teddy, du schaffst das. Ich bin verwirrt, ich kann dir nicht helfen. Wurde besiegt? Ja, es wurde besiegt. Oh nein. Oh Gott. Gerade zur rechten Zeit. Oh lol. Ich mach mal. Warum mach ich ja Eroas? Aber okay. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dauert noch sehr lange, bis Schwarz und Weiß kommt. Sehr, sehr, sehr lange. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, ich hatte wie viele Parts in Blattgrün? Boah. Knappe 50, ne? Schätzungsweise. Ich glaube sogar exakt 50, oder? Oder 40, nein. Ich glaube knappe 50 Parts. Irgendwas mit 40, ich sage 46, 48 oder so. Krämer möchte jetzt nicht mehr aufgenommen werden, klar. Warum nicht? Nein. Nein, doch. Ja, Hard Gold wird nochmal, ich schätze mal, doppelt so lange gehen. Dadurch, dass es halt nochmal, nein, nicht doppelt so lange, aber nochmal ein Weilchen länger gehen. Dadurch, dass es halt, was hat sich ein Schlitzer kommen? Dadurch, dass es halt nochmal Kanto beinhaltet. So. Also ich schätze, da werde ich nochmal so meine 50, 60 Parts verbringen. Dann Omega Rubin, ich weiß es nicht. Das ist auch ein sehr, finde ich, meiner Meinung nach, großes Spiel. Da werde ich auch nochmal so ein paar mehr Parts drin verbringen, tatsächlich. Schätze ich mal. Also so, doch. Oh. Brandstempel. Je schwerer der Anwender im Vergleich zum Gegner ist. Nee, dann mache ich es mal tatsächlich nicht, weil Teddy ist halt nicht schwer. Weil Teddy ist noch nicht entwickelt. Also, und ich will ja nicht nur Pokémon nacheinander bringen. Also hiernach wird wahrscheinlich doch noch direkt Hard Gold kommen. So, aber zwischen Hard Gold und Omega Rubin werden nochmal, wird glaube ich nochmal ein Let's Play zwischenliegen, wenn ich ein gutes finde natürlich. Und ja. Doch, ich denke schon. Ich denke schon. Ja, und dann halt immer, dann erst Omega Rubin, dann wieder neues Projekt und dann Platin, dann neues Projekt und dann erst Schwarz und Weiß. Dann wieder ein neues Projekt und so. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!